Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Free People Haul für euch. Woo! Und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, hier dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Yo! Ich fange direkt an. Das erste Teil trage ich bereits. Es ist eine Latzhose. Als ich die gesehen habe, oh mein Gott. Es ist eine kurze Latzhose in so einem richtig schönen Blauton mit einem leichten Grüneinschlag, also so ein bisschen gräuliches Mint würde ich es bezeichnen. Juhu, und ich finde die mega, mega cute und gerade heute ist es super warm. Ich habe auch gerade das Fenster zugemacht und jetzt wird es noch wärmer hier drin. But anyways, ich liebe dieses Teil und es hat nur 70 Dollar gekostet, das weiß ich noch. Allerdings, es gab jetzt eine Zeit, da haben die Zolleinfuhr, Umsatzsteuer, bla bla bla, vorher abgerechnet. Es stand auch da, ich hätte irgendwas um die 20, 22 Dollar Taxes zahlen müssen. Allerdings, als ich dann zum Bezahlvorgang ging, war nur noch die Sachen an sich mit dem Preis, die ich gekauft habe. Und die Taxes waren nirgendwo mehr zu finden. Also konnte ich sie auch nicht bezahlen. Und als das Ganze dann bei mir ankam, musste ich nochmal 50 Euro zahlen. Ja, also von wegen 20 Dollar, denn 20 Dollar umgerechnet sind nicht 50 Euro. Nee, das wären weniger. Irgendwie 19 Euro irgendwas oder so. Deswegen ist es leider ein bisschen blöd gelaufen, aber was soll man machen. Diese Latzhose gab es aber noch in einer anderen Farbe und da die nur 70 Dollar gekostet haben, habe ich sie mir auch in diesem Braunton hier geholt, weil ich sie einfach mega nice fand und ich habe keine kurze Latzhose. Ich habe mir beide Hosen allerdings in Größe M geholt, weil viele gesagt haben, Größe M ist besser, also eine Nummer größer ist besser, you know. Ich hätte sie mir, glaube ich, auch ein S holen können, weil bei Free People bin ich normalerweise XS. Aber da es aus Amerika kommt, ich wollte ein bisschen sicher gehen und ich glaube, ich werde mir... Also es gibt zwei Knöpfe. Entweder ich werde den Knopf versetzen oder ich werde mir das hier umnähen, dass es ein bisschen kürzer ist. You know, weil es einfach ein bisschen zu groß ist. Es ist nicht viel zu groß, sitzt halt ein bisschen oversized, aber es ist vollkommen in Ordnung. Hier, ich kann mir die auch gut vorstellen, mit Strumpfhose oder sowas im Herbst zu tragen. Ist auf jeden Fall ein Teil, was ich in mehreren Jahreszeiten tragen kann. Und ich mag beide Farben mega gerne und deswegen konnte ich mich nicht entscheiden. Und da die nur 70 Dollar gekostet haben und da ich immer für 150 Dollar bei Free People kaufe, damit ich keine Versandkosten von 35 Dollar zahlen muss. War das schon mal ganz nice. Und das nächste Teil, was ich mir in diesem Haul geholt habe, weil eigentlich sind es zwei Free People Hauls, die ich jetzt hier hochlade, ist dieses weiße Shirt hier. Ist ziemlich basic. Ich glaube, das hat 35 Dollar gekostet. Also irgendwas zwischen 25 und 35 Dollar. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist auf jeden Fall ziemlich basic. Ein weißes Shirt, was sehr baggy geschnitten ist und auch an den Schultern hier weiter ausgeschnitten ist. Perfekt für den Sommer. Das könnte ich jetzt theoretisch hier auch noch drunter anziehen. Ich hatte es auch schon an diesen Sommer und ich liebe es einfach nur. Es ist super leicht. Man merkt es gar nicht, dass man dieses Teil anhat. Aber heute ist es definitiv zu warm dafür. So, und mein anderer Free People Haul, der eigentlich viel, 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 viel früher stattgefunden hat, wirklich sehr viel früher, ist diese Latzhose hier in Schwarz. Ich wollte die unbedingt in Schwarz haben. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Aber in Schwarz war sie eigentlich ausverkauft, dann war sie wieder da in Größe S, weil ich dachte, ich nehme Größe S, fällt dann ein bisschen lockerer. Und habe ich dann in Größe S gekauft. Es ist aber hier eine XS. Irgendwo ist da drin ein Zettel, da steht XS drauf. Habe ich dann reklamiert bei Free People. Die haben aber gesagt, oh, die Farbe ist ausverkauft. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, die Hose zu behalten, weil sie passt, sie sitzt auch locker. Das, was bei dieser Hose ein bisschen blöd ist, man kann die Träger eben nicht verstellen. Aber sie sitzt auch wirklich locker, sie fällt so aus, wie normalerweise Free People Sachen auch ausfallen. Nur bei dieser Hose hätte es auch gut gepasst, wenn es einfach eine Nummer größer gewesen wäre. Wäre kein Problem gewesen, denn die ist an den Seiten super hoch ausgeschnitten, was diese Latzhosen zum Beispiel nicht sind. Ja, und da die so hoch ist, kann man die halt auch super gut mit allem kombinieren. Und man muss da nicht noch extra einen Gürtel oder sowas drum tun, you know. Aber mag ich mega, mega gerne.
Habe ich auch schon super oft getragen. Und die hat halt auch super viele Details. Die hat Riesentaschen. Dann hier diese Bänder, da könnte man einen Gürtel drum machen oder irgendwelche Anhänger, I don't know. Dann hat sie hier unten auch nochmal so Cargo-Style-mäßig große Taschen. Und hier unten auch nochmal Gummibund. Yeah, aber jetzt habe ich mal seit Ewigkeiten wieder bei Free People bestellt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das schon so lange nicht mehr bestellt. Aber die Sachen sind halt auch relativ teuer. Ich habe jetzt auch gesehen, die haben eine Quad-Latzhose mit kurzem Bein. Ich bin intrigued, sie zu kaufen. Aber, you know, I don't know. Anyways, ich hoffe auf jeden Fall, dieser Free People Haul hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.